Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Vietnam Germany. Heute verlassen wir Cu Chi und fahren nach Phan Thiet. Und das ist eine Strecke von 222 Kilometern und die Eindrücke auf der Tour werde ich wieder in diesem Video für euch festhalten. Viel Spaß beim Zuschauen. Kreuzungsbereichen, da ist dann schon ganz schön eng, weil sich die Autos und die Mopeds vereinen, die Spuren, und sich dann einordnen müssen. Das dann muss man ein bisschen aufpassen, weil die Mopeds immer an dir vorbeischießen, weil du ja als Autofahrer Träger bist, und muss man eben halt immer, darf man nicht so dicht auffahren, weil man weiß, die huschen dann vor einen noch rein. Da muss man ein bisschen Platz lassen. Das ist sicherer, als wenn jemand da auf Risiko sich durchschlängelt und der Platz nicht ausreicht und dann noch was passiert. Also es hat mir so eine Gefühlssache. Wenn ihr 2000 Kilometer erfahren ist, dann hat man das im Gefühl. Es passiert das automatisch. So, da fährt erstmal ein Krankenwagen vorbei. Ihr seht ja, Kreuzungsbereich vorne, wie stark frequentiert der ist. Hier ist an der Ampel ist keine Uhr, die abzählt. Also wir wissen nicht, müsste aber gleich auf grün springen. Also jetzt springt er auf grün. Der hier vorne träumt eine Runde. Oh, der kommt ja gar nicht aus dem Kleister hier. Das ist natürlich. So, da seht ihr ja hier, wie die vorbeihuschen. Da hast du so eine Schlaftablette vor dir hier und kommst hier nie weg in der schnellsten Spur. Hier die Polizei regelt den Verkehr hier, die Kreuzung. Ja, da seht ihr ja, was? Die Spur 80, ne, die Spur 60 und die für die Mopeds, da dürfen keine Autos fahren, auf der ganz rechten Spur, wo die Mopeds fahren. So, ne. Ja, wir haben die Sonne von vorne heute den ganzen Tag, also wir müssen mal gucken, wie das Video wird. Sein Kia hier vorne, der macht mir auch weich. So. Ja, mit dem Kia hier, der hat mir auf den Keks. So, eine Schlaftablette hier. Ich kann gerade 80 fahren. Ah, meine Hose ist noch da dran. So, bei dir erstmal los. Das gibt's einfach hier nicht, weil die Arbeitskräfte sind so billig.
20 Kassen oder 10 Kassen und die sind alle besetzt. Und, der hier vorne, der guckt euch schon mal diesen Pausenklon hier an, der hat da Blinklicht, hat er umgebaut. Da wurde bei uns wurde sofort das Fahrzeug stillgelegt, aus dem Verkehr gezogen. Das sind Spielereien, sowas machen die hier in Vietnam, die spielen, die sind glücklich und keinen interessiert. Er freut sich, dass seine Rücklichter blinken und die Welt ist in Ordnung. So sieht's aus, liebe Freunde, so sieht's aus. So, jetzt hat er die Grünen, haben jetzt, die haben jetzt zwei, die haben jetzt Rot, der hat 82 Sekunden. Der Abbieger. Und das Schöne ist, du kannst, wenn die Abbiegerspur frei ist, die Linksabbiegerspur, die haben Rot und der geradeaus hat jetzt noch 40 Sekunden, dann kannst du in der Spur auch geradeaus fahren. Wenn du keinen vor dir hast, so wie der Grüne jetzt hier, statt vor, wenn du keinen vor dir hast, kannst du dann auch in der Linksabbiegerspur geradeaus fahren. Wenn die geradeaus grün hat. Nicht wie bei uns, dass du dann in der Linksabbiegerspur gefangen bist und die Rechtsabbiegerspur, du kommst nicht rüber. Hier kannst du dann, wenn keiner vor ist, kannst du fahren. Das ist natürlich klar, dadurch verhinderst du den Stau, ja, ist ja logisch. Wenn die dann fahren können und grün sind, auf einer Linksabbieger- oder Rechtsabbiegerspur, ist ja der Stau nur für Löse. Da gibt es ja keinen Stau. Das ist echt genial eigentlich. Funktioniert. Da muss man Obacht geben. Navi hatte mich vor dem Stau hier gewarnt und mir eine Route angeboten, die 3 Minuten kürzer ist, aber das Risiko gehen wir mal nicht ein. Ich weiß nicht. Ich fahr geradeaus hier. Ich fahr hier mal geradeaus hier. Wo kommen wir denn? Die bauen hier in der Mitte, aber die Spur hier, der ist im Kreisverkehr rechts. Mal schauen. Ach, die QL1A ist die große wieder. Das ist jetzt eine Situation, da muss man ganz ruhig bleiben. Da kann man, wie gesagt, ganz vorsichtig, die Mopeds, die ziehen an dir. Ich muss ja zum Beispiel jetzt hier geradeaus, das heißt, ich muss ja schon wieder rüber. Also scheiße. So wie der Taxifahrer hier vorne, so, ich muss ja geradeaus. Und jetzt habe ich natürlich ein Problem, dass die alle, ja, mach mal. Kreisverkehr verlassen. Mach mal. Ja. Ich muss jetzt hier. Boah, liebe Leute, ey. Meine Fresse, ey. Jetzt bin ich hier in der Moppelspur gelandet. Boah, ey. Fahr nach Süd. Nur die Richtung stimmt zumindest, aber ich bin in der Moppelspur gelandet. Wahnsinn, ey. Mit 8 Minuten, mit lächerlichen 8 Minuten.
grün, weil du eine rote Ampel hast. Und wenn die rote Ampel auf grün springt, dann rollst du wieder, dann stehst du nicht. Und nicht zu viel. Naja, wollte eigentlich das Video. Hatte mit dem Gedanken gespielt, da gar kein Video zu machen, weil wir so schlechtes Licht haben, weil wir die Sonne von vorne haben. Aber aufgrund der jetzigen Situation, die wir hier vorliegen haben, ist natürlich Handlungsbedarf, hier eben doch ein Video zu erstellen, muss man sozusagen. Sieht die Folie mal rollen? Ja, das rollt. Kriegt man Leute dazu. Ja, der Eissäcker da drüben drauf, 4 Stück, völlig überall an. Dann fährt er da hier immer. Boah, was ist denn hier los? Was ist denn das? Da drüben? Was ist denn hier los? Utopisch. Ich komme mir vor wie im Computerspiel. Fahre ich hier wirklich mit dem Auto lang? Krasse Nummer, ey. Ja, nicht in Vietnam. In Vietnam gibt es ja keine Sozialhilfe oder so, was der Scheißdreck. Die gibt es ja hier nicht. Nach 200 Metern leicht links abbiegen. Arbeiten hier ist, verdienst du Geld. Wenn du nicht arbeiten hier ist, verdienst du kein Geld. Punkt. Kommen auch keine Flüchtlinge. So was kennen die hier nicht. Die lachen uns aus. Flüchtlinge aufnehmen. Na, hör mal, das scheint mir ein Vorwurf sein hier. Die Moslems hier aufnehmen oder was? Die haben hier ihre eigenen Sorgen. Als Tourist hier kommst, bringst Geld mit, bist du ein gern gesehener Gast. Hier hilft dir keiner, wenn du verhungerst. Wenn du verhungerst, so ein Dude ist, musst du sehen, wo die Geld herkriegst. Musst Lottoscheine verkaufen. Leicht links abbiegen. Ja, leicht links. Ich muss ja auch in der Spur, in der leicht links abbiegenden Spur bleiben. Natürlich noch ein Moped, wa? Noch ein Moped. Meine Fresse, ey. Ich bewege mich hier ganz langsam vorwärts. Ich mache hier keine Experimente.
Experimente. Auto ist ja nun mal da. Kann ich ja nicht wegbeamen. Was soll ich denn machen? Schlüssel abziehen und aussteigen. Kann ich gar nicht, ich muss ja weiter. Was soll ich machen? Das sind jetzt die 8 Minuten Stau. So. Also in der Mittelspur bleiben, auf jeden Fall. Hier ist auch schön an der Linie lang. Egal wann, du musst immer weiter, du kannst nicht rein. Hier ist nicht mein Auto. Ich kann nur das Auto unbeschadet wieder nochmal neu zurückbringen. Die richtig harte Schule. Also wenn hier Auto fahren kannst, kannst du überall Auto fahren. Ja, wenigstens kriegen sie mich nicht am Arsch wegen Geschwindigkeitsübertretung. Sort liegen, ja, das Schlimmste hinter uns mit Fahren. Bus, Auto, ja, Motorrad. War, ich bin der Kommentator. Bin hier der Kommentator und der Autofahrer. Alles in
lohnt. Die Scheibe ist auch so zerkratzt, weil die haben hier so eine komische Tönung drin gehabt. Die haben wir erstmal entfernt. Die Scheibe scheint aus Plexiglas oder was zu sein. Die ist so weich, die Windschutzscheibe hier von dem Auto. Nur mit dem Tuch und Glas rein hier rüber gegangen und schon das Kratzer drin. Kenne ich ja nicht so. Gehört zu schlechte Qualität.
Wahnsinn. Oh, breite Straße. Oh, so schön. Den Kreisverkehr verlassen. Ein bisschen auf. Erleichterung macht sich breit. Ich glaube, wir haben das Schlimmste hinter uns. Sieht ganz danach aus. Stadtbild fast gar nicht wieder. Da wird so viel gebaut. Das ist enorm. Aber die Luft ist hier eben halt der Smog. Ihr seht ja, wie es aussieht. Das ist jetzt 9 Uhr. Geradeaus. Feuchtigkeit und Smog zusammen. Sehr, sehr viel Smog hier. Obwohl wir blauen Himmel haben und strahlende Sonne. Aber guckt euch doch den Verkehr an. Straße, die CT01, können wir bis 120 km/h fahren.